Ja, herzlich willkommen zum weiteren Video. Im ersten Teil habt ihr ja kennengelernt, was wiederum Bohr ausgesagt hat, einige Informationen zu seinem Atommodell bekommen und ihr habt in dem Video davor bereits kennengelernt, was das Periodensystem ganz konkret aussagt, beziehungsweise wie die Elemente dort drin sortiert sind. Versuche haben wir entsprechend auch schon gesehen in diversen Videos, da verweise ich euch auf das Video zu den Alkali- und Erdalkali-Metallen. Ja, was wollen wir jetzt tun? Wir wissen ja, wie Bohr entsprechend seine Schalenkreise gebildet hat, wie er entsprechend seine Besetzungsregeln gemacht hat. Und da geht es jetzt dann bündig dran weiter. Ich habe hier das Periodensystem, ich habe es ein bisschen abgeschnitten. Ich habe hier nur drei Perioden, aber alle acht Hauptgruppen. Die Nebengruppen lassen wir mal bewusst weg. Die sind viel zu schwierig, um das alles jetzt auf einmal reinzupacken und es am Endeffekt auch zu verstehen. Ja, wir fangen mal oben an. Wie gesagt, ihr kennt entsprechend das von dem vorherigen Video schon. Wir haben bei Wasserstoff oben, ihr schaut ins Periodensystem. Ich blende es euch gleich auch oben nochmal ein. Beim Wasserstoff steht entsprechend als Ordnungszahl die 1. Das steht also ein Elektron und ein Proton entsprechend da. Das heißt, dieses Proton, das schreiben wir in den Kern, das ist die Kernladungszahl. Und dann kommt dieses eine Elektron entsprechend auf diese erste Schale, und das wäre in diesem Fall die K-Schale, das schreiben wir hier so drauf. Ja, drüben entsprechend machen wir so rüber weiter. Hier in der Reihenfolge wäre das dann Helium. Helium entsprechend als Ordnungszahl, auch das seht ihr oben nochmal eingeblendet, hat die 2. Und das heißt zwei Protonen und zwei Elektronen. Die zwei Protonen kommen wieder in den Kern und die zwei Elektronen kommen auf die erste Schale, die sogenannte K-Schale. Da weise ich nochmal darauf hin, die Anzahl der Periode gibt ja gleichzeitig auch an, wie viele Schalen es insgesamt besitzt. Das heißt, wir haben hier eine Periode, das heißt logischerweise auch nur die K-Schale. Und auch da nochmal der Hinweis, auf die K-Schale gehen ja auch insgesamt nur zwei Elektronen. Die Besetzungsregel blende ich euch immer mal wieder ein, dann seht ihr das. Ja, ich habe euch das jetzt fertig ausgefüllt, ihr seht es entsprechend. Als Kontrolle auch nochmal für euch, dass ihr das habt. Und da müsst ihr euch hoffentlich was auffallen. Und zwar schaut euch mal ganz bewusst die erste Hauptgruppe an, schaut euch mal ganz bewusst die zweite Hauptgruppe an und so weiter bis zur achten Hauptgruppe. Da müsst ihr euch etwas auffallen. Ja, euch ist mit Sicherheit aufgefallen, ich mache es nochmal am Beispiel von Magnesium deutlich, dass alle Stoffe einer Hauptgruppe gleich viele Außenelektronen besitzen. Und zwar die Außenelektronen sind die Elektronen, die sich auf der letzten Schale befinden. Und wenn ihr euch das nochmal anschaut, auf eurer Übersicht nun, dann habt ihr bei der zweiten Hauptgruppe zwar eine unterschiedliche Anzahl an Elektronen, die ihr jeweils da drin stehen habt, aber ihr habt entsprechend immer gleich viele Elektronen auf der äußeren Schale. Das ist bei Beryllium so, das ist bei Magnesium so, die haben immer zwei Elektronen auf der äußeren Schale, logischerweise auch bei Calcium und so weiter, wie die Stoffe eben der zweiten Hauptgruppe heißen. Bei der ersten Hauptgruppe stellt ihr das logischerweise auch fest. Da gehört Wasserstoff zwar nicht wirklich zur ersten Hauptgruppe von den Eigenschaften her dazu, ist aber das kleinste Element und damit auch das erste, aber auch er hat ein Außenelektron, Lithium, Natrium und so weiter, logischerweise auch und Kalium folgend. Und so kann man das entsprechend relativ einfach hier sagen, dass die Zugehörigkeit zur Hauptgruppe gleichermaßen auch bedeutet, dass man damit auch die Anzahl an Außenelektronen, die Bohr eben vorgibt, auch zeigen kann. Ja, und ihr habt dann bei der achten Hauptgruppe, da hatten wir im vorherigen Video auch schon zwei Elemente, da hatten wir Neon und Argon, da müsst ihr vielleicht einfach nochmal draufschauen in dem Video. Da haben wir eine vollbesetzte Schale, sagen wir dazu. Das ist eine ganz besondere entsprechend Konfiguration, wie wir Chemiker das nennen, die sogenannte Edelgaskonfiguration. Die achte Hauptgruppe stellen ja die Edelgase dar und acht Elektronen haben sie drauf. Das heißt, diese achte Hauptgruppe ist was ganz Besonderes. Und das habe ich ja schon mal angedeutet in vorangegangenen Videos, weil sie entsprechend dadurch überhaupt keine Bindungen mehr eingehen möchte. Diese achte Hauptgruppe ist der Fixpunkt. So viel nehme ich schon vorweg. Für alle anderen kommt das Video natürlich noch später. Das ist der Fixpunkt, warum im Prinzip die Stoffe überhaupt Bindungen eingehen wollen. Das heißt, an dieser achten Hauptgruppe, an diesen acht Außenelektronen orientieren sich die anderen. Das heißt, durch chemische Reaktionen versuchen die anderen Stoffe jetzt alles Mögliche, um acht Elektronen auf die äußere Schale zu bekommen. Ja gut, und Elektronen, die kommen jetzt nicht einfach dazu oder werden nicht einfach irgendwie weggenommen oder werden dazugemalt, sondern die Elektronen, die werden jetzt durch die chemische Reaktion ausgetauscht, das heißt abgegeben oder entsprechend aufgenommen.
Aber das nur, wie gesagt, als kleine Vorausschau auf das nächste Video dann. Ja, und diese Außenelektronen sind ja, wie gesagt, für entsprechend das Reaktionsverhalten dann verantwortlich. Das heißt, die ganzen Stoffe, die jetzt in der ersten Hauptgruppe stehen, ein Außenelektron besitzen, also ein Elektron auf der äußersten Schale oder die dritte Hauptgruppe, die Stoffe, die drei Elektronen auf der äußeren Schale besitzen, die versuchen jetzt durch, wie gesagt, chemische Reaktionen diese achte Hauptgruppe, diese Konfiguration, nämlich acht Elektronen auf der äußeren Schale zu erreichen. Und da machen die eben, gehen verschiedene Bindungen eben entsprechend ein. Und eine berühmte Bindung, die wir uns später angucken wollen, ist die sogenannte Ionenbindung. Die kommt jetzt dann entsprechend im Nachgang. Ja, ihr habt wieder einiges erfahren entsprechend. Diesmal ging es ja, wie gesagt, um das Bohrsche Atommodell und den Zusammenhang zum Periodensystem. Und ihr wisst nun, was das Reaktionsverhalten der Elemente entsprechend jetzt beeinflusst. Ihr wisst, dass die Außenelektronen die maßgeblichen Faktoren sind, und ihr wisst nun auch, dass die achte Hauptgruppe etwas ganz Besonderes darstellt. Die achte Hauptgruppe mit ihrer vollbesetzten äußeren Schale, ihre acht Außenelektronen bzw. zwei bei Helium, die sie besitzt. Und diese achte Hauptgruppe ist, wie gesagt, der Grund, warum Stoffe sich überhaupt binden wollen. Und gleichermaßen auch der Grund, warum die achte Hauptgruppe sich nicht mehr bindet. Die achte Hauptgruppe hat quasi alles, was sie braucht. Das heißt, sie geht niemals eine Bindung ein, und das haben wir bei unserem vorangegangenen Video auch zum Thema Edelgas ja schon gesehen. Das heißt, diese Stoffe sind reaktionsträge, wie wir Chemiker sagen, und werden deshalb an allen Stellen auch eingesetzt, wo man eben keinerlei Reaktion möchte. Zum Beispiel in Glühlampen entsprechend, da möchte man keine Oxidation. Das heißt, da wird kein Sauerstoff drin sein in der Glühlampe, sondern logischerweise ein Edelgas. Das heißt, diese Stoffe dienen dann da dazu, die Oxidation zum Beispiel zu verhindern. Oder beim Schweißen das Schutzgas, was auch da die Oxidation verhindert. Da setzt man diese Stoffe dann ganz gezielt ein. Also für uns Chemiker haben die im reinen Versuch keinerlei Bedeutung, wirklich keine, aber sie sind der wichtige Fixpunkt. Man könnte auch sagen, sie sind im Prinzip die Popstars von dem ganzen Periodensystem, die Vorbilder, nach denen sich alle anderen richten. Und gäbe es diese Vorbilder nicht, gäbe es im Prinzip keine Verbindung, gäbe es keine chemische Reaktion. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß entsprechend beim Üben.